Hallo und herzlich willkommen zur 48. Lesung eines regulären Beitrags aus meinem Blog rkslp.org. Diesmal Spieltheorie, Macht, Recht und Ökonomie. Ich habe gerade in meiner Ausgabe des Berichts der Macht- und Ökonomisches Gesetztagung von 1972 des Vereins für Sozialpolitik, nach der es hier erstmals zu einer Ausgründung pluralistischer Ökonomen kam, den Vortrag Spieltheorie als allgemeine Theorie des Machtkonflikts von Herrn Oskar Morgenstern gelesen. Der stellte dort mehr oder weniger die Spieltheorie als Weiterentwicklung der Neoklassik bei nicht vollständiger Information dar. Dass die Spieltheorie auch von Spielern ausgeht, dass auch die Spieltheorie von Spielern ausgeht, die das Maximum für sich selbst aus dem Spiel ziehen wollen, war mir vorher schon bewusst. Und seit ich über die streng individuell legitimierte Verfassungsregelethik in der Tradition von James M. Woran gelesen habe, gehe ich sowieso bei allen Theorien, die individuelle Nutzenmaximierung als das menschliche Standardverhalten propagieren, erstmal davon aus, dass es sich hier um das Werk von Beratern, proprietärer, wohlhabender und anderer unverträglicher Profiteure des aktuellen Marktergebnisses handelt. Also klassisches Schönreden, intellektuell verpackt. Anstatt sich auf Gottes Wille oder Gottes Ordnung zur Legitimation der Bessergestellten Teil zu berufen, wird die Profitgier einfach als neue Norm, das neue Normal definiert. Zu dieser Annahme im Vortrag passend war dann auch zum einen die Bezeichnung sozial als generelle Bezeichnung von Interaktionen von Personen bei Spielen, also einfach um das Zusammenwirken von Personen zu beschreiben, ohne normative Wertung. Sozial als Bezeichnung nicht speziell für das solidarische Miteinander, sondern einfach nur für das Miteinander überhaupt. Damit wird dann aus einem reinen Profitstreben von allen Spielern plötzlich ein soziales Spiel. Das passt zu Herrn Hayeks Antrittsrede beim Walter-Eugen-Institut in Freiburg ebenfalls in den 1970ern, in der er das Wort sozial zum Buzzword erklärte, das alles und nichts heißen könnte. Ja, passt. Welche Bezeichnung man stattdessen für Menschen und Handlungen verwenden sollte, die eben das Streben nach dem Fern oder dem Kleineren des Fern und des nachhaltig Genügenden spätestens beim Hinzuziehen der metaphysischen Ebene als das eigentlich rationale anzustrebende Verhalten ansehen, verwenden sollte, darüber haben sich die Hayeks und Co. aber schon seit Jahr und Tag ausgeschrieben. Ihre Theorien stellen eben tatsächlich den Eigennutzorientierten in den Mittelpunkt des ihres Interesses, eben wie Casinobetreiber den Gewinn orientiert. Nur, dass bei ihnen weniger der Zufall regiert. Sie sind ja Berater und keine Casinounternehmer. Auch weiter zu Anfang des Vortrags von Herrn Morgenstern passen die Formulierungen sehr schön zu dieser Motivationsdeutung. Er schreibt zum Beispiel, dass Spieler, die miteinander kooperiert haben, auch das sei eine Weiterentwicklung der Spieltheorie im Vergleich zur Neoklassik, hinterher ihren gerechten Anteil haben wollen. Das könnte aber auch einfach dem Anteil entsprechen, damit die Verteilung zumindest stabil ist. Also, dass es nicht unruhig wird. Auch hier scheint wieder Hayek durch. Und dies greift faszinierenderweise schon die Legitimation und Gleichsetzung von Recht mit der einfachen, freiwilligen, weiteren Zustimmung aller kooperierenden Spieler voraus. Immerhin kommt hier mal der nachhaltige Blickwinkel ins Spiel. Also nicht nur der kurzfristige Nutzen, sondern der langfristige, der die strategische Solidarität mit berücksichtigt. Können die begeisterten Export- und Überschussweltmeister in Deutschland und seinen sparsamen Freunden auch so nachhaltig denken? Auch Sicherheit in der NATO braucht zumindest hinreichend faire und solidarische Verteilung des Erwirtschafteten oder etwa nicht, liebe Union aus CDU und CSU. Überwindet mal wieder eure Verteilungsphobie. Das gilt aber natürlich etwas weniger direkt für SPD und die nur Umweltgrünen. Und die es gilt auch für die und die Spielfreudigen bei der FDP grenzt das immer noch an 100%, sollten nicht zu optimistisch beim Kalkulieren des nachhaltigen Nutzens für sie und durch ihres Klientels bei der Sache sein. Herr Morgenstern schrieb ja sogar für den Vortrag noch, man kann, was stabil ist, vielleicht als gerecht bezeichnen.
auch die Gleichsetzung von Verhaltensökonomie mit dem Verhalten, das zur Optimierung des Nutzens im Spiel nötig ist, passt zu dieser Deutung. Am Ende seines Vortrags erwähnt Herr Morgenstern dann auch Power Games. Das wären sich wiederholende Spiele zwischen Mächten häufig ungleich. In solchen Spielen würden die Ressourcen der Macht mit jedem Einzelspiel neu verteilt. Speziell erwähnt er hier das Spiel zwischen Arm und Reich. Und er spricht von Spielen, die gerade stattfinden würden. Das erinnert an Warren Buffetts Aussage, dass zuerst ein Wettstreit zwischen Arm und Reich stattfinden würde und Reich am Gewinnen wäre, was so nicht sein sollte. In der Mitte seines Vortrags kommt auch noch das Aushandeln des Spiels schon als eigenständiges Spiel zum Ausdruck. Das erinnert dann stark an die Verfassungsökonomie, die auch in den 70er entstanden ist. Quasi als das große Spiel zwischen Arm, Reich und Mittel schlechthin. Dass Herr Morgenstern das nur kurz andeutete, passt natürlich auch in die Grundweisheiten des Spiels, sich wirklich nicht in die Karten schauen zu lassen. Nun habe ich zwischendrin gelesen, dass Herr Morgenstern nun nicht irgendein Spieltheorie begeistert war, sondern zusammen mit Herrn von Neumann, deren Begründer. Und auch nicht irgendwo, sondern bei der UN-Corporation, welche zur Beratung der US-Streitkräfte nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Ob man sich als Verteidigungsministerium und Armee nun unbedingt auf einen Think Tank und nun unbedingt von einem Think Tank beraten lassen muss, der heißt wie Ayn Rand, die Heilige aller Proprietären, ist natürlich eine andere Frage. Und eventuell auch noch basierend auf einer Theorie von den Herren Morgenstern und Neumann, von Herren, die Morgenstern und Neumann heißen. Und aus Trier. Da bräuchten die dann aber wenigstens noch einen hinreichend, mindestens ebenbürtigen weiteren Think Tank, der prüft, ob sie jetzt von den Old Vic reichen oder dem sozialistisch-totalitären, sozialistischen Klammer, außen unterlaufen werden im Power Game. Oder vielleicht auch nicht. Dann würde man auch besser verstehen, wer gerade welchen Zug aus welchem Grund macht und wer nun wirklich mit wem kooperiert. Oder ob einfach nur Inkonsequenz und falsche Prioritäten im Moment auf globaler Bühne, in Klammern, den Ton angeben. 5, 5.